Feiertagsstimmung am Dienstagabend im mit 1000 Zuschauern ausverkauften Elsner Sportpark. Die kleinen Bayern sind zu Gast in Eltersdorf, die mit 2:0-Siegen perfekt in die neue Saison gestartet sind und diese kleine Serie natürlich möglichst ausbauen wollen. Die Gastgeber holten sich nach der Auftaktniederlage gegen Eichstätt zuletzt in Memmingen den ersten Punkt und gingen daher enorm selbstbewusst in das ungleiche Duell mit der mit vielen Talenten gespickten U21 des Rekordmeisters. Doch die schien zunächst tatsächlich etwas beeindruckt zu sein vom hohen Pressing des Aufsteigers, der loslegte wie die Feuerwehr und sich auch gleich belohnte. Jens Wartenfelser bringt sein Team nach 9 Minuten auf Vorlage von Tim Sulmer mit einem entschlossenen Schuss in Führung. Die Gäste brauchten etwas, um sich dem Druck der Mittelfranken zu entziehen. Dann ist Yusuf Kabadaye in der 22. Minute frei durch. Tugay Akbakla fährt aber das Bein aus. In dieser Szene war der SC-Keeper noch der Retter, kurz darauf dann allerdings nur mehr Statist. Bei diesem wunderbaren Freistoß von Oliver Batista Meyer in der 30. Minute kann Akbakla nur hinterher schauen. Diese Szene der beste Beweis, warum der 20-jährige Batista Meyer als eines der größten Talente im FCB-Campus gilt. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beirren. Sie spielten weiter munter nach vorne und holten zum Gegenschlag aus. Sulmer da mit einem klasse Laufweg bekommt dann den Ball von Robin Renner perfekt serviert und bleibt dann vor Jakob Meyer ganz cool. Die erneute Führung in der 34. Minute. Doch auch die hatte nicht lange Bestand. 5 Minuten später wieder ganz feines Füßchen da von Batista Meyer und Kabadayi köpft wuchtig ein zum 2:2 Ausgleich. Trotzdem schnupperten die Quecken an der Wiederholung des Coups aus dem Jahr 2012, als man den FCB mit dem damaligen Trainer Mehmet Scholl sensationell mit 3:1 besiegen konnte. Mit zunehmender Spieldauer musste Eltersdorf allerdings dem hohen Tempo aus der ersten Halbzeit Tribut zollen und die Bayern nutzten das gnadenlos aus. Nach nicht ganz einer Stunde bringt Kabadayi mit seinem zweiten Treffer seine Farben erstmals in Führung. Technisch ganz anspruchsvoll gemacht, da vom erst 17-jährigen Youngster. Marcel Wenig legte nach 72 Minuten dann mit dem nächsten Traumtor in den Winkel das 4:2 nach. Und spätestens mit dem 5:2 in der 80. Minute durch Nemanja Motika mit diesem satten Schuss ins kurze Eck war der Widerstand der Heimelf endgültig gebrochen. Keine 2 Minuten später schnürte der 18-Jährige dann sogar den Doppelpack zum 6:2 Endstand. Was für ein Match zwischen dem kleinen Underdog und dem FC Bayern 2, der seinen Status als einer der Top-Aufstiegsfavoriten trotz des großen Eltersdorfer Widerstands eindrucksvoll untermauert. Dritter Sieg in Folge, muss einfach zufrieden sein. Von dem Spiel in der ersten Halbzeit haben wir einfach nicht gut gespielt, zu viele unnötige Ballverlust, mehr. Ich habe für die Jungs in der Halbzeit gesagt, ich habe heute alle die unnötigen Fehler gemacht, das haben wir nicht in die ganze Vorbereitung gemacht. So, ich glaube, wir waren, keine Ahnung, aber sicher 40 unnötige Fehler, dann können wir nicht so Fußball spielen. Ja, war natürlich eine tolle Atmosphäre, tolle Kulisse. Ich glaube, wir haben einen überragenden Zugang zum Spiel gefunden, gehen 1:0 in Führung mit der ersten Chance. Zum Schluss, natürlich tut es mir für die Jungs unwahrscheinlich leid, die mit viel Herz und Leidenschaft gespielt haben, dass es dann 6 geworden sind. Ja, vielleicht 1 zu hoch, aber man sieht, die Bayern hätten das auch, ich glaube, 120 Minuten mit dem Tempo, mit der Power spielen können. Also dementsprechend geht es ganz klar in Ordnung und Glückwunsch an die Bayern. Aber wir haben uns trotz allem, auch wenn es sich blöd anhört, toll verkauft hier. Das kann man nur unterstreichen. Der SC Eltersdorf liefert den kleinen Bayern zumindest eine Halbzeit lang einen Fight auf Augenhöhe und ist in dieser Form eine absolute Bereicherung für die gesamte Liga.